Hallo, mein Name ist Chris Strubel und ich zeige euch heute, wie wir Share-Buttons, also Buttons zum Teilen, ganz einfach in Bubble integrieren können. Dafür gibt es zwei Wege, nämlich den ersten mit einem Plugin. Das Plugin heißt Add to Any Share Button. Und sobald ihr dieses installiert habt, seht ihr nun in Visual Elements Share Buttons. Zieht das einfach einmal rein. Die Vorteile sind: Share Buttons ist extrem einfach zu implementieren. Das heißt, statt URL macht ihr einfach this URL. Das heißt, genau diese Adresse, den Page-Namen könnt ihr verändern. Und ihr könnt ganz unterschiedliche Buttons nun hinzufügen und alles wird automatisch gemacht. Weiterhin könnt ihr die Farben ändern. Ihr könnt hier eine Override Color machen. Oder auch die nativen Farben benutzen. Und schließlich ist es sehr beliebt. Es gibt mehr als 24.000 Downloads. Wir nehmen jetzt noch LinkedIn und machen ein Override der Farben. Die Nachteile sind, dass die Icons leider nicht konfigurierbar sind und auch die Reihenfolge der Icons ist so nicht teilbar. Und wenn wir das jetzt zentrieren, haben wir einmal die Share-Buttons mit dem Plugin. Ein weiterer Weg ist nun, dass wir das Ganze mit nativen Share-Buttons machen und die selber entwickeln. Hierfür erstelle ich eine Gruppe und nenne diese Share-Buttons. In dieser Gruppe erstellen wir die vier Icons. Geht auf Icon. Wir nehmen 30 mal 30. Und das erste Icon ist Facebook. Ihr geht auf 2020. Das zweite Icon ist Twitter. LinkedIn und schließlich ein E-Mail. Diese Icons triggern wir nun mit einem Workflow. Aber bevor wir das machen, habe ich etwas vorbereitet, nämlich ein Google Docs, was auch in den Show Notes zu finden ist, nämlich wie die Linkstruktur für die einzelnen sozialen Netzwerke ist. Meine Quelle ist website planet.com Webtool ShareLink und hier könnt ihr nämlich kostenlos jederzeit einen ShareLink generieren lassen, ob das nun für Facebook ist, für Twitter, LinkedIn oder für E-Mail. Wenn wir uns die Linkstruktur anschauen von Facebook, um als erster, dann kopieren wir das aus dem Dokument, gehen auf Start Edit Workflow. Hierfür gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Einmal mit Navigation, Open an External Website oder aber ihr wollt die Website in einem neuen Fenster öffnen, dann nutzt ihr das Plugin Open URL in New Tab. Dafür habe ich auch schon ein Video gemacht, was ihr hier finden könnt. Wir gehen zurück in den Workflow, Open an External Website, kopieren unseren Link und anstatt des statischen Links wählt ihr Insert Dynamic Data und This URL. Bei Facebook könnt ihr lediglich den Link teilen, nicht auch den Text. Wir gehen in das zweite Icon, Twitter. Start Edit Workflow, Navigation, Open External Website. Und wenn wir uns die Share-Button-Struktur wieder anschauen, sehen wir jetzt, dass wir einen Link und einen Text haben. Ihr kopiert das. Ihr ersetzt Link mit this URL und Text. Schreiben wir No Code Germany. Hier könnt ihr quasi euren Tweet schreiben. Als drittes nun LinkedIn. Hier gab es im Jahr 2020 ein Update. Hierfür habe ich euch auch den Post in Stack Overflow hinzugefügt. Aktuell können wir nur einen Link sharen in LinkedIn. Ihr kopiert den Text. Navigation, Open External Website.
und nehmen wieder this URL. Schließlich E-Mail, Start Edit Workflow. Hier empfehle ich mailtolink.me. Ihr könnt hier quasi genau einfügen, was ihr machen wollt, zu wem ihr eine E-Mail schreiben wollt, welche Headline und einen Text und könnt dann quasi euch den Code generieren lassen. Die Struktur habe ich wiederum vorbereitet, die könnt ihr kopieren. Navigation, Open an External Website. Und könnt nun hier einerseits dynamisch zum Beispiel Current Users E-Mail, wenn ihr diese vom Profil habt, das Subject. Und schließlich auch die URL im Body, wie zum Beispiel hier dynamisch this URL. Bevor wir jetzt in Preview gehen, positionieren wir die Gruppe noch einmal, zentrieren das Ganze horizontal. Wir gehen jetzt einmal in Preview und wir sehen, wie die unterschiedlichen Links und Texte als Share-Buttons mit einem Klick verfügbar sind. Euch steht damit die Wahl frei, ob ihr das nativ machen wollt oder mit einem Plugin. Beide Lösungen bringen Vorteile und beide haben auch kleine Nachteile. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg und auf bald!